Hallo an der Stelle und willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Wir haben jetzt ja die... Willkommen, Kelly. Die Sache ist, wir haben jetzt ja das letzte Mal weitestgehend mal so den Prolog abgeschlossen. Da gibt es jetzt zwar noch eine Mission, die so ein bisschen in die Richtung reingeht. Aber ja, wir haben jetzt halt eine... Hier haben wir jetzt halt Nachrichten. Also wir bekommen an sich E-Mails. Von Ratsherr Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch sie habe ich einen Ratssitz und es ist nun angebracht, dass sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Handel mit Said Massani vereinbart, vom Unbekannten. Shepard, wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt, und keine Sorge, wegen seinem Sold, darum habe ich mich persönlich gekümmert. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen, von Projekt Feuergänger. Commander, die MS von Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert O'Loy an Bord der MS4 Rosalie mit den Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MS4 Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona im Elista System, will ich nicht sagen. Aber ja, an der Isma-Grenze gesehen. Von Admiral Hackett. Commander Shepard, unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein. Aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandie werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Es sind halt ein paar E-Mails und ich lese halt jetzt einfach alle vor. Da haben wir das hinter uns. Vom Unbekannten. Shepard. Unsere Panzerungstechniker haben gehört, dass Sie wieder im Einsatz sind und bestehen darauf, dass Sie über angemessene Ausrüstung verfügen. Sie haben ein Paket zusammengestellt, das ich zur Normandy habe liefern lassen. Sie finden es in Ihrem privaten Quartier. Zum Glück kennen wir ja Ihre Größe. Ja, wäre auch ein bisschen dumm, wenn ihr meine Größe nicht kennt, nachdem ihr mich wieder zusammengebaut habt. Erneut vom Unbekannten, Shepard. Unsere Wissenschaftler arbeiten schon seit einiger Zeit mit der erbeuteten Kollektorentechnologie. Sie haben eine experimentelle Panzerung in ihrer Größe entwickelt, sowie ein Sturmgewehr, das laut der Tags im Standard-Thermomagazin aufnehmen kann. Ich habe die Sache an die Waffenkammer der Normandy liefern lassen. Weidmanns Heil. Shepard. Miranda hat empfohlen, dass wir ihnen unsere Inferno-Panzerung schicken. Unsere Truppenführer im Randsektor sind damit sehr zufrieden und deshalb schicke ich ihnen jetzt auch so einen Anzug. Er müsste bereits an Bord der Normandy sein. Sie können ja mal in ihrem Quartier nachsehen, wenn sie kurz Zeit haben. Wir bekommen halt eine Menge Waffen. Erneut vom Unbekannten, Shepard. Miranda hat sich die automatischen Telemetrieaufzeichnungen der Waffe angesehen. Vor allem die Zahl der tödlichen Treffer, eifrig wie sie ist, hat sie eine Verstärkung ihrer Feuerkraft beantragt. Die Techs halten etwas für große Distanzen für sinnvoll, das Schilde durchdringen kann. Darum erhalten sie nun unser Präzisionsgewehr in Scissor. Sie finden es in der Waffenkammer der Normandy. Testen Sie es ausgiebig und sagen Sie uns, was Sie davon halten. Die Blutdrachenpanzerung aus Dragon Age. Shepard. Jacob hat mir erzählt, dass sie brandneue Ausrüstung lieben, Waffenpanzerung, Verstärker und so weiter. Wie es der Zufall will, habe ich etwas für sie. Hatte ich etwas für sie, als sie auf der Lazarus-Forschungsstation erwacht sind.
Es ist in dem ganzen Chaos verloren gegangen, wurde aber wiedergefunden, als Cerberus die Station unter Kontrolle brachte. Ich habe es zu Normandy liefern lassen. Sie finden es im Panzerungsspind ihres Quartiers. Es ist kaum zu übersehen. Die Sache ist, Lazarus, haben wir die nicht gesprengt? Vom Unbekannten, Shepard. Soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochrangigen, instabilen Technologien experimentiert und sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelnen Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten 8, Typhon-System in Phoenix-Haufen-Cluster. Bitte behandeln Sie die Angelegenheit diskret. Und eine weitere Waffe, Shepard. Es gab kürzlich einen Gate-Vorfall bei einem unserer Außenposten im Skylianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spätruf der Geth geführt und sagen, dass Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie können die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie ist Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie die kinetischen Barrieren und zu tödlichen Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Technik auch andere Agenten schulen. Schweres Gewehr Murdoch. Shepard, Miranda hat zusammen mit Edie die Telemetriedaten der Schlachten analysiert. Dabei hat Edie einen interessanten Gedanken. Sie hat gemeint, wir würden in dem Bestreben, ihnen die modernsten Technik zukommen zu lassen, ältere und bewährte Technologien gänzlich vernachlässigen. Ich würde diesem Ansatz normalerweise gar keine Beachtung schenken, aber wenn eine KI die Vorliebe für Hightech kritisiert, sollte man mal darüber nachdenken. Aus diesem Grund habe ich einige schwere Gewehre vom Typ Murdoch an die Normandy liefern lassen. Sie wurden für Thermomagazine modifiziert, aber davon abgesehen handelt es sich um dasselbe alte bewährte Gewehr, das Kolonie-Milizen seit Jahrzehnten benutzen. Weidmanns Heil. Shepard, wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdieben Kisumi Gute ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch wenige haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Training und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sie bei ihrer Mission als unbezahlt erweisen. Unbezahlbar, nicht unbezahlt. Wenn du schneller liest, um da schnell durchzukommen, dann passiert sowas. Begeben sich in den Secure-Bezirk auf der Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von dem anderen unterscheidet. Geben sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Shepard. Eine unserer Zellen hat interessante Waffen von den Geth erbeutet. Sie funktioniert so ähnlich wie eine Schrotflinte, ist aber viel technisierter. Es hat etwas mit dem Abfeuernis von Supraleitern zu tun, die beim Aufprall Plasma erzeugen. Die Munition ist spezialisierter als unsere Schrotflinte, aber sie ist dennoch nicht schwer herzustellen oder zu modifizieren. Ich habe die Lieferung einiger dieser Waffen an den Normandy veranlasst. Shepard, wenn Sie das hier lesen, haben unsere Techniker bereits einen Kondensatorhelm in ihrem Panzerungsspind hinterlegt. Er verbessert die Wiederaufladungstechnologie ihrer Schilde. Setzen Sie ihn bei guter Gesundheit ein. Schwere Pistole Phalanx. Shepard, Edie hat mich darüber informiert, dass Jacob vor kurzem einige Pistolen vom Typ M5 Phalanx von einigen Freunden erworben hat, die lieber ungenannt bleiben. Ich weiß seinen Einfallsreichtum zu schätzen, aber wenn er damit zu mir gekommen wäre, hätte ich die nötigen Arrangements getroffen. Wir haben darüber gesprochen und um ihm zu beweisen, dass das Ganze keinerlei Konsequenzen für ihn hat, habe ich ein paar weitere Phalanx-Pistolen-Ersatzteile für ihre Laserzielfernrohre und Reparaturanleitung für die Normandy liefern lassen. Wie sie einsetzen, überlasse ich ganz ihnen. Arkonvisor. Shepard, unsere Techniker haben ihre Crew gerade etwas übergeben. Ein Bison und eine Software mit dem Namen Arkon System. Sie verwaltet die Rechnerleitung von Biotikverstärkern und Universalwerkzeugen oder besser, sie ermöglicht es ihnen, die Verwaltung selbst zu übernehmen. Beides befindet sich jetzt in ihrem Panzerungsspind. Da war noch ein Kestrel-Panzerung, Shepard. Unsere Panzerungstechniker haben eine hitzige Debatte über das Kestrel-Panzerungssystem geführt. Der Anzug soll auch für sich allein betrachtet effektiv sein, aber die Techniker sind der Ansicht, dass seine Schildalgorithmen am besten
in individuellen Kombinationen mit anderen Panzerungen zum Tragen kommen. Ich habe einen Kestrel-Anzug zur Normandy liefern lassen, die modulare Programmierung ermöglicht, das Mischen der Teile ganz nach Belieben. So, fertig. Jetzt haben wir ein paar Informationen bekommen und dann sprechen wir hier mal unsere rechte Hand an. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Freut mich. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Natürlich. Okay, Kelly. Noch etwas? Wie macht sich die Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Joker möchte auf der Brücke mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Oh. Sind Sie zufrieden hier? Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Und wir werden auch nicht scheitern. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Ich würde Sie umarmen. Vielleicht würde ich Sie nicht nur auffangen, Kelly. Das nenne ich einen verlockenden Gedanken. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Was halten Sie von Cerberus? Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Nur stellt sich aber halt die Frage, warum wir nur Menschenleben retten. Das klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Du könntest mir aber etwas von deiner Liebe abgeben. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Was ist deine Aufgabe? Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Das war's schon. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber Ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt? Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Dann bin ich ja froh, dass du hier bist. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Das war's. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. So, nachdem das alles dann soweit mal abgeschlossen ist, beende ich den Part an der Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Mass Effect.